Und damit willkommen zurück zu Fallout 76. Wir bauen jetzt einfach mal ein Camp. Objekte umschalten. Fundament haben wir nur Holz. Ja, die Frage ist halt, wo bauen wir das hin? Oder gehen wir weiter ans Wasser? Ich habe keine Ahnung. Hier hat ja schon mal einer in einer Folge, sind wir hier auch schon mal auf den Camp gestoßen. Bauen wir einfach hier hin. Egal. Oh, das hat 32 gekostet. Nein, da müssen wir ja bald wieder Ding machen. So, und bauen. Sehr, sehr, sehr schnell, ne? So probieren. Kann ich keins mehr ansetzen? Warum nicht? Hier schon, oder was? Ausgewählter Gegenstand schwebt. Ach so, wir sind hier ein bisschen zu hoch. Oh. Das lädt. Okay. Beschneidung von Objekten. Na jetzt. Schade. Ja, Hauptsache ich kann es da hinsetzen, aber ich darf es hier nicht hinsetzen. Bearbeiten. Kann ich das auch wieder wegreißen?
Böden. Okay. Bauen wir hier noch so. Hallo? Moment. Da dran. Ach so, das Normale. Ne, wir wollen ja die Schräge. Hier ist es aber wieder in der Luft, ne? Okay, pass mal auf. Verwerten. Lassen wir es halt so, wir können ja hier hoch runter gehen. Ist ja egal. Oh. Gut. Das stellen wir einfach mal hier hin. So.
Was haben wir denn noch? Dächer, Treppen. Das muss aber dann am Haus dran sein wahrscheinlich. Ja? Scheint dann Außentreppen. Das ist so hoch. Okay, was haben wir noch? Lalala, was ist das? Da kann man nämlich aufs Dach dann hochgucken. So, was ist das? Eine Säule. Okay. Dann haben wir noch Türen. Okay, eine Tür, die kaputt ist. Na, dann bauen wir die hier rein. Beschneidung mit bestehenden Objekten. Hä? Zeigt es aber grün, ne? Beschneidung mit bestehenden Objekten. Tja, vielleicht ist da auch schon eine Tür drin, ich weiß es nicht. Was sehen wir dann? Herstellung. Da ist eigentlich eine kleine Kochstation. Rüstungswerkbank. Bauen wir auch hin. Dann haben wir. Was ist das hier noch? Laborstation, ja. Passt hier noch ins Eck? Nee, ne? Ist zu groß. Ein bisschen drehen. So. Schütze und Fallen. Okay, was ist das? Das ist so ein Klimbim. Gut, dann haben wir noch Schutz, Zäune.
Aber die Frage ist, inwieweit der Zaun so Sinn macht. Egal. So, was haben wir noch? Zaun und Tor, lalalala. So ein Sofa wäre geil. Oder was ist das? Ach nee. Eine Schutzbarriere. Okay. Ah, der Generator braucht bestimmt immer Sprit. Challenge abgeschlossen. Geräte, das ist das ein Grill. Einfach mal bauen. So, Betten. Das ist alles zu eng, ne? Ja, komm, stellen wir es hier hin. Ach, können wir nicht bauen. Kommt das normale Bauen?
Das reicht ja aus. So, Stühle. Behälter. Okay, kostet 700. Ja, das haben wir leider nicht. Dann machen wir den normalen. Schön. Was haben wir noch? Regale. Tische. Wanddeko. Das Farmhaus kennen wir doch. Das war aber von nicht Fallout, von Ding. Cool, eine Türklingel. Geil, ist aber noch gesperrt. Na, ja, mach mich hier so eine schöne Uhr hin. So, was haben wir noch sonstiges? Okay. Abgekochtes Wasser, sehr schön. Da brauchen wir einen Wasserfilter. Haben wir nicht.
Schön, haben wir auf jeden Fall schon mal keine Wasserprobleme mehr. Ein Silberstreif am Horizont. Okay. Neues Paket. Plötzlich ist eine Freundin von mir gestorben. Sie hat immer alles gegeben. Zuletzt bei der Blutspende. Ha. Okay. Sehr schön. Bleimagen. Jetzt ist das Rad scheißegal beim Essen und Trinken. Das ist schon mal okay. Wir brauchen aber jetzt keinen Sprit, ne? Wir brauchten immer Sprit. Wir haben wir schon. Ich
war hart der Schuss. Und hinter stand da noch einer. Das können wir eigentlich schon. Zivilisation. Die Bruderschaft und die Responder haben einen hohen Preis gezahlt, damit dieses Wort in Appalachia wieder etwas bedeutet. Trotz all der Veränderungen haben Farmer weiter das Land bestellt, haben die Leute neue Fähigkeiten erlernt und wir haben eine neue Welt aufgebaut. Und die Supermutanten drohen, all das zu zerstören. Ich bin ein Soldat, ein Paladin. Und ich sage euch, dies ist unser Moment. Wir werden nie stärker sein als jetzt. Und die Supermutanten nie schwächer. Wer mitten in der Schlacht ans Weglaufen denkt, um den Kampf später fortzuführen, der sollte eines wissen. Es gibt kein Später. Wir holen uns hier und jetzt den Sieg. Responder und Bruderschaft gemeinsam. Oder wir sterben. Also seht euch die Leute an, die neben euch stehen. Schade, können wir nicht nehmen. Versprecht alles zu geben, um sie zu beschützen. Dann werden auch sie euch beschützen. Dies wird ohne Zweifel der härteste Kampf unseres Lebens. Aber wir werden gewinnen. Denn wir kämpfen füreinander. Für unsere Kinder. Für unsere Zivilisation. Sammeln? Also lasst uns diesen Mutanten zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Können es aber nicht benutzen. Schade. Rüstungschassis. Packen wir mal ab. Hm.
Gut. Geil, die macht 50. Wir mal das reparieren können, ne? Ah, scheiße, das ist nur Leder. Ah, das ist nur Rüstungswerkbank. Bräuchte man noch eine Waffenwerkbank? Fehlt uns Aluminium und Zahnräder. Alles mit rein. So, gesamten Schrott verwerten, ja. Schrott. Mein Schrott. Kein Schrott mehr. Ist es jetzt wieder hier drin? Nö. Okay.
Da. Das ist immer auch so gut. Ja, wir müssten mal ein bisschen Dinge aufpushen, aber ja, das wird es erstmal gewesen sein für die Folge. Wir sehen jetzt schon wieder drüber. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.